Aber der Kamin scheint an. Wow! Holy moly, da ist einer drin! Entschuldigung. Darf ich reinkommen oder ist es gerade ungelegen? Je m'attendais pas à ce qu'un étranger tontisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt et puis bang 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 si ça s'approche. Ok. Ja, ganz toll. Gar nicht verrückt. Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Ok. Das ist nett. C'est encore beau. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Der Alt hat nichts dagegen, dass ich hier mal einfach überall durchgucke. Ich glaube, er hat aber auch gerade gesagt, dass es kein Problem ist. Was gegen Mantel tauschen? Karibu. Ja, mal gucken. Märchen und so. C'est le Wendigo, ouais, le Wendigo, un guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. Okay, ist es okay, wenn ich das Scheiß... Oh. Der guckt auch schon so, als ob der mir gleich in den Rücken schießt. Comme moi la belle rose la tulipe, qui se donne au yob sur le mercredi décembre. Si tu peux effrayer cette histoire-là. Scheint ein Jäger hier zu sein oder so? Oh, la belle pétarade. En 17 que c'était. Et le Kaiser, il se souvient de moi avec ma belle carabine. Et bang bang que je lui disais. Bang bang bang. Ah, oh, le bon temps. Dans mon temps, c'était comme sur l'image. On était vrai, fiers, forts, puis on avait le bon lieu de notre bord. Weißt du was? Ich weiß jetzt schon, wie ich diese Folge nenne. Der verrückte Franzose. Wobei er ist ja Kanadier und in Kanada sprechen die ja sowohl Französisch als auch Englisch. Und ja, ja, ich weiß. Trotzdem. Treu, treu, treu. Okay. Alter Mann, du hast nichts von Wert. Touche pas à ça, l'enfant, tu pourrais te faire mal. Une Windel. Ben oui, une couche. Tu peux-tu tout faire en même temps, toi? Ja, in der Regel schaffe ich das. Ça ouvre l'appentis. Prends-la, je m'en fous. Perds ton temps dans mes déchets tant que tu rapportes du caribou. Ok, also ich soll ihm. Ich soll ihm. Irgendein Wein oder sonstiges bringen. Ich habe ja das Gefühl, dass ich den noch nicht eingesammelt habe, bestimmt. Nee. War ja klar. Was ablegen? Leere Flasche, Flasche Bier. Nee.
glaube, das ist erstmal Zeit, eine zu piefern, oder? Ja. Vielleicht fällt ihm dann schön auf die leicht entzündbare Propangasflasche geworfen. Sehr gut. Vielleicht fällt ihm noch irgendwas ein. Nein. 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 Und nein. Eine ziemlich große Säge. Kann ich die nehmen? Eine Säge, die lang genug für die größten Bäume im Norden ist. Noch ein Benzinkanister. Was soll ich mit all den Benzinkanistern? Ja, erstmal looten, ne? So wie man das gelernt hat. Erstmal schön alles looten. Erstmal ablegen. Was ist hier? Hier ein Privatsteg? Was ist das? Das macht keinen Sinn. Hier irgendwas? Holz, natürlich. Ach, warte mal. Da draußen ist ein Fässchen. Vielleicht. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Ich soll eben die leere Flasche... Habe ich die jetzt dabei oder nicht? Füllen draußen. Oder auch nicht. Tu m'amènes un bon galon de caribou, puis on devient amis. Sinon, mon petit gars, tu sors avant que je te sorte. Hat er irgendwie gesagt, woher ich diese nehmen soll? Ich guck mal in meinen Notizblock. Oye, 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 y a un petit gars d'écarté dans ma maison. Kriegsveteranen sollen den nicht einmal Alkohol und Tabak töten. Bla bla. Etwas, sofern ich ihm Alkohol gebe, denn das hilft. Einmal zu gehen. Okay. Steht auch nichts Großartiges drin. Ne? Hier irgendwas? Die Jagd? Interessant. Du sens les pieds. Ich bin einem alten Mann begegnet, verrückt zu, im Tausch gegen Caribou. Ein ungenießbares Getränk, wird er mir einen Mantel überlassen. Ein unglaubliches Angebot. Mord an Hamilton. Ich werde finir par te charger l'usure du plancher. Ein eisiges Geheimnis, das sind die drei Leute. Okay. Schon sehr interessant so an sich. Aber gut. Ja. Jetzt mal gucken, wo ich den für den Verrückten jetzt hier im Blowing. Vielleicht hat der ja Alkohol. Sind also doch nicht alle weg. Naja, wenigstens etwas. Der hätte mir auch nicht einfach mal erzählen können, was hier los ist, ne? Nein.
ist denn die Einfahrt von dem nächsten Haus, Kerl? Nächsten Gewinner anscheinend. Wo lang ging denn jenes Monster? Okay, es kam aus der Richtung. Habe ich das jetzt behalten? Na egal. Was ist hier? Viech. Da vorne. Ich wusste doch, dass ich da was gesehen habe. So eine Höhle. Uah! Gott! Oh, hab ich mich erschrocken. Fuck my life, ey. Okay, dann machen wir doch mal hier einen Abstecher. Ja, das Teil ist auf jeden Fall da reingelaufen. Cold seemed to be more brutal here than anywhere else. It seeped into bones and into every breath to get to the heart until it stopped. Carl needed to be dressed in warm clothes to survive. Oh! Oh, okay. Okay. Huh. Gar nicht. Man kann sogar sterben in diesem Spiel. Also bin ich jetzt gestorben, weil das... Oh Gott, bloß das Radio aus. Weil das da jetzt so ultimativ kalt drin war? Oder bin ich gestorben, weil man da halt so eine Special-Ausrüstung braucht? Ich würde ja Letzteres sagen. Soll's nicht erschrecken wieder. Die Wölfe kommen da raus. Wenn man's weiß, ist okay. Cold seemed to be more brutal here than anywhere else. It seeped into bones and into every breath to get to the heart until it stopped. Oh, dann gehe ich mal Carl needed to be dressed in warm clothes to survive. Okay, ich muss in warme Kleider, alles klar. Ich habe den Wink verstanden. Gleich links. Warte mal.
dachte, da ist die Höhle auch eingezeichnet. Habe ich die jetzt da eingezeichnet oder? Ich hab's nicht. Hab nicht so ganz drauf geachtet. Okay, mir ist anscheinend schon richtig kalt. Das heißt, oh, hier ist schon wieder ein Auto. Großer. Erstmal warm machen hier. Irgendwie was essen oder trinken oder sowas. Oh, eine Piefer, ne? Ja. Jetzt vielleicht mal so in den Müll. Fast. Hier scheint es auch hell genug zu sein, so für alles. At Agent Blouin, seems like that pig had a name after all. Sehen, okay. Obwohl ich doch eigentlich so gut sehen kann gerade. Naja. Die Unabhängigkeit Kiewicks wird nur mit Gewalt erreicht. Oder überhaupt nicht. Wir werden sehen. Rock music invaded the minds of men even in the remotest of places. The man didn't own a turntable, though, so there's that going for him. Oh nein. Schieß? Oh, okay. Ein Ständer für Gewehre. Nur nirgendwo sind einfach mal Gewehre. You had to be out of your mind to cook up white whiskey at home. The all-surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. Alles klar. Und hier darf ich dann gleich irgendwie den Wein abzapfen, wenn ich irgendwas... Sind überbewertet. Carl knew right away that the owner of this place wasn't a copper collector. No, this was a junkman's base of operations. The guy definitely seemed like quite the expert in scavenging scrap metal, with or without permission, surely. In the right hands, red metal could sell like hotcakes. Kannst du da dieses Ding sagen? The rag reeked of fermented vomit. Carl wondered how one could bear to live in such gross and horrid conditions. Okay, ich brauche irgendwas, wo man nicht weiß was. Damit ich hier den Wein oder Whisky oder was auch immer. Carl now knew how to quench the drunkard's thirst. Zu viel gibt es in dieser Kategorie nicht. Sherry für den reifen Geschmack, Gewürze nur ein klein wenig. Und wir kochen einen Topf. Ist das Bier oder? Vielleicht in seinem Wagen. That truck had obviously seen its share of gravel roads. Carl wasn't a mechanic,
but he could easily tell that only the most heartfelt prayer would bring this old beater back from its slumber. With that cold, however, it was more likely that it would wait until next spring to wake up. Okay, hier ist auch nichts. Da sind diese Eiszapfen wieder von diesem Monster-Dings. Ich soll es vielleicht... Nein, nicht ablegen. Flasche Bier? Nee, das war keine Flasche Bier, die da abgebildet war. Ich nehme eine mit. Wer weiß. Aha. Ah, ne, doch nicht. Was ist das? Streichhölzer. Schon fotografiert. Brauche ich nicht nochmal. Okay, da vorne ist ein Schießstand. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Granted, Carl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. Flasche Wasser. Habe ich gar nicht mehr. Wo ist denn die hin? Nee, okay, eine Flasche Wasser ist es auch nicht. Weiß es doch auch nicht. Vielleicht mal runter zum See. Warte mal, das Viech, das ging doch hier irgendwo lang. Nein, nicht die Kamera. So. Kamera. Da. Hier irgendwo lange gelaufen. Laufen wir mal wie immer den... Verdammt. Sneaky Wölfe, ey, echt. Die wissen, wie es läuft. Na gut. Geh ich einfach mal so runter und guck. Ich glaube, hier unten gibt es nicht großartig irgendwas zu entdecken. Egal, ich fahre jetzt erstmal zum nächsten Haus. Wir werden dann sehen.
Kiste. Das sind generell viele Sachen. Holz. Metallteile. Wolfsspuren. Erstmal ein Feuerchen an, glaube ich. Dann machen wir mal den Wölfen hier hinterher. Wenn wir nicht schon wieder die Spur verlieren. Kacke. Ach da. Lass mich raten, das geht jetzt zu dem Typen wieder zurück. Nee. Nur einmal quer durch, aber was bringt mir denn da der... Naja, egal. Alles sehr verwirrend hier. Bienvenue, welcome. Kann ich hier nicht reinfahren? Ich würde da gerne reinfahren. Da oben ist so ein Eisklotz. Sometimes, and especially around here, people are so possessive with their land, as a dog is with hydrants. Brief für Lamotte. Oder Lamotte. Hier halten Sie die Zündkerze, die Sie für Ihre Ski, für Ihren Ski-Do Olympic bestellt haben. Das ist ein sehr beliebtes Modell, deswegen ist es sehr schwierig in der gewohnten Zeit neue Sätze zu erlernen. Okay. Also kann ich gleich schon mal irgendwas wahrscheinlich reparieren. Einmal kurz hier hochgehen. Und jenes zu betrachten. Okay, jetzt ist Stress hier wieder. Oh. Oh, ihm wird schon wieder so unendlich kalt. Another worrisome victim of this ice. This one seemingly petrified in action. The poor man, before being frozen solid, seemed to have been defending the entrance to his cabin. But from what? Ja, dann ziehen wir uns mal die Vision rein.
Es ist sehr dunkel. Ich verstehe nicht. Oh, er hat vorher irgendwas dahin getan. Something very important must have been in there for the man to take such time and effort to hide it. But Carl didn't know how to reach it. Okay, als allererstes mal Taschenlampe. The week of October 5th, thought Carl. That was this week. The plug should have been here by now. Ja, die habe ich ja schon geholt. Wieder Metallteile. Grüne Milch für die kleinen grüne Männchen. Kartoffeln. The very first steps of man on the moon were made more than a year ago. The event had surely captivated the mechanic's mind. For him to still keep this around. Hm. Wenn das Bett in der Werkstatt steht, stimmt irgendwas nicht, oder? Das stimmt allerdings. Scheinwerfer. Warte mal, der hat hier doch irgendwas gebaut. The shape of this machine, almost straight out of Star Trek, was out of the ordinary to say the least. It felt like this thing could fly up into space at any moment. Okay, okay, gehen wir erstmal raus. Gucken, was so draußen am Start ist. Ich glaube, ich muss mich auch aufwärmen, weil er so langsam. Ist hier irgendwie ein Ofen? Da. Scheiße, Holz. Oh, 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 das war jetzt knapp. Viele, viele offene Fragen. Und es werden irgendwie immer mehr und nicht weniger.